So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben ein großes neues Set drin. Gleich 4 neue Items hier auf der linken Seite. Die Basketball-Skins sind auch noch da. Die sind jetzt alle hier im dritten Slot zusammengerückt. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Es sind noch alle Skins drin, also sowohl der männliche hier, der Sprungwurf und auch noch die Dreifachbedrohung. Wie gesagt, beides mega, mega seltene Skins. Wer weiß, wann die jemals wieder reinkommen werden in den, oder ob sie überhaupt jemals wieder reinkommen werden. Dazu gibt es immer noch die Hacke, den Slam Dunk. Dann noch den Gleiter mit der Musik und als letztes noch den ziemlich geilen Emote. Auf jeden Fall ein richtig geiles Set. Ich habe sie auch gestern gleich dreimal an euch verschenkt und die drei Gewinner seht ihr jetzt auch hier irgendwo eingeblendet. Ich glaube, es waren 2 Gewinner per E-Mail dabei und nur einer von Instagram. Deswegen habe ich überlegt, damit das so ein bisschen fairer ist, werde ich heute nochmal einen Skin eurer Wahl verschenken und zwar an alle Leute, die mir auf Instagram ein Bild senden, wie sie hier den Creator-Code Snoxy drin haben, also bei dem Skin eurer Wahl, den ihr halt kostenlos heute haben wollt. Da geht ihr einfach drauf, tragt natürlich erst den Creator-Code Snoxy ein, wie mein Kanal mit einem kleinen I am Ende dran und dann macht ihr ein Foto mit eurem Handy hier mit diesem Kauf unterstützt Snoxy, wie das hier unten steht, und schickt mir das dann auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das I. Da schickt ihr es mir einfach als private Nachricht, das Foto hin. Alle Leute, die mir das schon geschickt haben, braucht ihr mich nochmal neu schicken. Ihr nehmt automatisch auch nochmal heute am Gewinnspiel teil. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Takara-Skin für 1500 V-Bucks. Das ist echt schon ein ziemlich heftiger Preis, denn der Skin selbst finde ich mega hässlich, also gefällt mir persönlich jetzt nicht, werde ich nicht spielen. Aber der Backpack, der könnte noch ganz, ganz nice sein. Der ist schon ziemlich krass, weil es ist einer der wenigen animierten Rucksäcke. Ihr seht schon, das ist so eine Maske und der Mund und die Augen bewegen sich so. Es bewegt sich auch so ein bisschen mit und die sind ein bisschen animiert, aber jetzt auch nicht so mega geil animiert. Es ist okay, der Skin, wie gesagt, finde ich jetzt irgendwie nicht so schick. Geschmäcker sind ja verschieden, aber die Maske reißt hier noch, sage ich mal, das meiste raus. Für den Preis, ich hätte 1200 V-Bucks noch okay gefunden, aber so finde ich das wirklich ein bisschen teuer. Auf jeden Fall haben wir trotzdem noch eine neue Lackierung drin. Konvergenz heißt sie. Schauen wir uns mal die Modelle an. Das schaut echt schick aus. Sieht zwar eher wieder aus wie so eine Spielzeugwaffe. Ja, geht klar, würde ich sagen, geht klar. Jetzt kein mega krasses Muster. Holt euch lieber wirklich die animierten Lackierungen. Die kann ich immer empfehlen. Die für 300 sind da meistens nichts dagegen. Auf jeden Fall haben wir noch trotzdem eine neue Hacke drin für 800 V-Bucks. Hören wir uns mal den Sound an. Hört sich jetzt irgendwie nicht so krass an. Das sieht irgendwie aus wie eine Gitarre. Wie ein Musikinstrument auf jeden Fall. Dafür hört sie sich aber sehr unspektakulär an. Und es ist noch ein neuer Gleiter. Auch der ist jetzt hier nicht wirklich heftig. Also 500 V-Bucks ist wenigstens noch ein geringer Preis, aber auch den finde ich jetzt nicht so krass. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Set so findet, aber wie gesagt, ich finde es persönlich jetzt nicht so krass. Ihr könnt auch wieder rechts im abstimmen, wie ihr den heutigen Shop überhaupt findet, also wie ihr die gesamten Items findet. Wir haben auf der rechten Seite erstmal noch den Tagtraum drin. Ja, eine ganz coole Melodie, auch wenn ich den Preis ein bisschen übertrieben finde. 500 wären da, finde ich, ein bisschen angemessener. Dann der Disruptor mit ziemlich coolen Effekten hier auf der Rückseite, auch wenn man fliegt, schauen die ziemlich cool aus. Dann Nachtlicht, einen schönen Preis für das Skin, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weitschuss finde ich mega hässlich, kauft euch den lieber nicht. Ich habe ihn, glaube ich, habe ich nur einmal gespielt, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall gekauft und danach so gut wie nie wieder gespielt. Dann Sexy Schräglage lohnt sich auch, weil man damit coole Trickshots machen kann oder das sogar einen kleinen Vorteil bringt, wenn man sich irgendwie gerade im richtigen Moment versteckt. Und im letzten Slot dann noch die Messhacke mit diesem Sound. Ja, finde ich sogar noch besser als die neue Hacke, die heute drin ist. Also würde ich eher empfehlen, da spart man sogar noch 300 V-Bucks. Ja, deswegen, also das war's dann schon zum heutigen Shop. Wie gesagt, falls ihr heute nochmal die Chance haben wollt, hier einen Skin eurer Wahl zu gewinnen, schickt mir schnell ein Foto davon, wie ihr den Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eingetragen habt. Also einfach jetzt schnell mit eurem Handy mal ein Foto davon machen und mir das auf Instagram schicken als private Nachricht. Auf Instagram heiße ich Snox. Ich versuche auch, auf so viele Nachrichten wie möglich zu antworten. Ich weiß, ich schaffe es nicht, auf alle zu antworten, aber ich gebe mir Mühe, dass wir da so ein bisschen chatten können. Deswegen, ja, schreibt mir jetzt schnell die Nachricht. Ich freue mich drauf und dann habt noch einen entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite back again with another item shop video. Today is May 30th, 2019. Hope you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. Today, I talked about how I owned the Jump Shot skin, but then it came back in the item shop. It was a pretty rare skin. I just gave my thoughts about it. Hopefully you check out that video. If you see anything in the item shop that you would like to buy today, make sure you use code iTalkFortnite. So we got a new skin today. It's called Takara.
Comes with a back bling gaze. This back bling is sick. Right off the bat, the back bling is really good. Takara. This is an interesting looking skin, I'm not going to lie. Look at the boots. Well, we're definitely going to buy it. We collect every skin here. I dig it. I dig it. We got the coverage wrap. Cycle through the models. That's pretty sweet. This kind of looks too much like the candy cane wrap, though. We're going to buy it. I do collect the wraps as well. But this looks way too much like the candy cane wrap. The Shamazin harvesting tool? We'll buy this, too. What? This is like a banjo with like an axe? And the engage glider. This is sick. We're going to buy this, too. I like the simplicity of it. It's got the Japanese like flag symbol on it. It's sick. I'm okay with it. Jump shot is still here. Cool. Same with triple threat. They're both still here. Slam dunk. Hang time glider. Which plays the baller music and also the baller emote. So that's cool. They're keeping this for a second day. That's cool. I don't mind that at all. Daydream emote's back. Very popular emote. Disruptor glider. We've seen this recently. It's not that great in my opinion. Nightlight. Long shot is back. Comes with a back bling scope satchel. It's all right. Flip it sexy emote's back. And the caliper. And that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.